So, sieht ein bisschen chaotisch jetzt hier aus auf dem Tisch. Ich habe mir das Ganze jetzt hier einfach nochmal aufgebaut. Nachdem die 30.000er jetzt vollgeladen war, habe ich die jetzt mal rangesteckt an drei verschiedene Geräte. Einmal den Anker PowerCore 20.000er und hier nochmal eine 15.000er. Und mal zu sehen, wie die Gesamtleistung ist. Laut dem 30.000er würde hier angegeben sein 4,8 Ampere Maximum Output. Also bei 5 Volt 2,4 und 2,4 hier. Bei den Outputs hier sehen wir natürlich, dass wir beim USB-Power-Monitor nur 2 Ampere haben. Allerdings kann der PowerCore von Anker auch nur mit maximal 2 Ampere geladen werden, was jetzt hier auch der Fall ist. Das ist genau dasselbe Kabel. Das geht also hier rein, nur als kleiner Geschwindigkeitstest. Dann natürlich das Galaxy hier noch mit dran geschlossen, hier an der vorderen Seite. Das macht ungefähr nochmal so die 570-580 mA aus. Und der Easy Egg wird hier auch mit locker 2 Ampere befeuert. Das ist eine sehr schöne Sache. Jetzt schauen wir uns das Ganze halt mal an. Ladevolumen hier, kommen hier 10 Watt raus. Das heißt hier auch nochmal 10 Watt. Kann man hier leider nicht anzeigen lassen, aber 2 Ampere sind 10 Watt. Kommen wir noch was. Das heißt, hatte eine Output-Leistung von ca. 25 Watt. 450 Milliampere schon rausgedrückt innerhalb von, gucken wir mal wie lange, knapp 14 Minuten. Das Ganze geht recht flott. Ja, mal sehen, wie viel Energie wir da rauskriegen. Da werde ich ja wahrscheinlich schon mal einen Langzeittest drüber machen. Und die Spannung, wir haben hier so ein bisschen die Unterschiede an den USB-Ports. Gut, hier hängen ja nur auch zwei Geräte dran und hier nur eins. Hier haben wir 5 Volt und 4,9 auf der Seite. Immerhin noch mehr als 3,7, sodass es aufgeladen werden kann, beziehungsweise mehr als 4,2 Volt. Ja, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich lasse die Dinger jetzt hier einfach nochmal kurz weiterladen, um zu sehen, ob irgendwann das Ding abriegelt. Weil, wie gesagt, eine Viertelstunde läuft es ja an sich schon. Und dann irgendwann müsste er ja vielleicht zusammenbrechen. Oder er hat wirklich so viel Kraft und befeuert dauerhaft wirklich mit 4,6 Ampere. Und das ist eine ordentliche Ansage bei 5 Volt. Ich glaube, das habe ich bisher auch mit keinem Akku dergleichen schon so geschafft. Weil ich gedacht habe, hängst einfach mal das Galaxy ran, das hat jetzt ungefähr eine 80% Ladevolumen, nimmt jetzt nicht so viel Strom dadurch aus. Extra ein kurzes Kabel noch gewählt, direkt von der Powerbank dazu. Und die anderen beiden lässt du einfach mal so laufen, nur mal um zu sehen, kann das das gute Gerät wirklich ab. Wenn man hier so anfasst, hier vorne wird es so ganz leicht warm. Das ist aber völlig normal. Hier bei dem Stecker ist auch schon leicht warm und ich glaube, bei dem war es. Das ist schon auf jeden Fall wärmer, nicht heiß, aber noch schon wärmer. Ja, funktioniert soweit gut. Wie gesagt, chaotischer Aufbau an der Stelle erstmal. Aber gut, was soll das? Soweit so gut. 4,5 bis 4,6 Ampere dauerhaft aufladen bzw. rausnehmen aus dem Powercore hier. Nein, was heißt Powercore? Ist er ja nicht. Ich nenne ihn jetzt trotzdem so mit Quick Charge 3.0. Link zu den Produkten ist selbstredend nochmal in der Videobeschreibung drinne. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ist schon mal interessant zu sehen, was man da wirklich so für Energie reinkriegt, wie lange das dauert. Ich meine, ich sag mal so 15 Stunden aufladen hier für das Gerät, bis die knapp 28.000 mA drinne waren, ist schon nicht schlecht. Und dann pro Stunde natürlich 4,6 rausziehen. Das ist natürlich krass. Also da kann man nun wirklich über das Doppelte an Energie rausziehen pro Stunde, was der pro Stunde aufnimmt, weil der lässt sich ja mit 2,4 Ampere maximal beladen. Aber ich habe es ja in einem anderen Video schon gezeigt, dass maximal 2 Ampere hier reingehen. Also so irgendwann schlappt er so ab auf 1,8 Ampere, obwohl ich wirklich ein gutes Ladegerät genommen habe, was die 2,4 Ampere packen könnte. Habe ich bisher noch nie nutzen können. Jetzt leider auch nicht. Warum es so ist, weiß ich auch nicht. Das soll es dazu gewesen sein. Wir sehen uns für immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dann, auf Wiederschauen.